Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Ich begrüße Sie, liebe Schwestern und Brüder im Glauben, zu unserer heiligen Eucharistie. Und im Voraus danke ich allen, die so schön diese heilige Messe so schön spielen, so schön singen. Unser Heppberger Bläser, unser Bläser, diese Musik berührt eins in die Seele. Schön, dass wir hier in diese schöne Kirche gekommen sind, dass wir Gott danken. Zum Salvator sind wir gepilgt, so sagen wir. Und wir beten Gott, wir danken Gott, dass wir ihn danken dürfen. Herr, wir bitten dich, komm. Komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden, segnend, halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. So heißt es in einem Lied, ein Lied, das Sie kennen. Ein Lied des neuen geistlichen Liedergutes. Von einer solchen Berührung voll von göttlicher Kraft, erzählte uns auch das heutige Evangelium, berührt zu werden. Das Evangelium lädt uns ein, uns berühren zu lassen und selbst zu berühren. Herr Jesus Christus, Freund des Menschen, in die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Liebe zu verkünden. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, Gott des Lebens, in die Schuld der Welt hast du uns gestellt, um vergebend zu ertragen. Christus, erbarme dich. Jesus Christus, du Hoffnung der Welt, in den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden. Herr, erbarme dich. Der Herr erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten, Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu Kinder des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass die Finsternis des Irrtums über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns, im Licht hinein deine Wahrheit zu bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Brüder, wie ihr an allem reich seid, an Glauben, Rede und Erkenntnis und an jedem Eifer und an der Liebe, die wir in euch begründet haben, so sollt ihr euch auch an diesem Liebeswerk mit reichlichen Spenden beteiligen. Denn ihr wisst, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe getan hat. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft. Es geht um einen Ausgleich. Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein Ausgleich entstehen, wie es in der Schrift heißt: Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel, und wer wenig, hatte nicht zu wenig. Wort des lebendigen Gottes. Danke. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber. Und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund und am Leben bleibt.
Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte seine Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutungen auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte zu ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihr: Talitha kum, das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich von Entsetzen, doch es schärfte ihnen ein, niemanden dürfte etwas davon erfahren. Dann sagte er: Man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Evangelium des Herrn Jesus Christus. So eine schöne Lesung. So eine, natürlich, die Lesungen sind schön, aber es gibt welche, die schöner sind. Besonders, wenn wir solche Worte hören, wie diese Vertrauen
dieser Umgang von Jesus mit seinen Mitmenschen. Die Worte, die er benutzt, der Stil, den er benutzt, das ist so schön. Meine Tochter, meine Tochter. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Deine Glaube hat dir geholfen. So schöne Worte, vielleicht wollen wir auch hören. Solche Worte wollen wir hören in dem Moment, in der Zeit, wo wir auch unter viele Laien leiden. Schauen wir, was hier dahinter steckt. Das ist traurig, das ist wirklich grausam, was dem Mädchen, der Frau passiert ist. Hier gibt es so viele Anspielungen in dieser Lesung und alles ist gesagt. Zwei Frauen, eine ganz junge, und eine andere, die etwa erwachsen ist, ich habe nicht alt gesagt, die etwa erwachsen ist, aber die beide nennt er meine Tochter. Das ist gut, das ist gut. Die erste, die älteste, sie leidet sehr. Sie leidet sehr. Sie ist gesellschaftlich gestorben. Sie ist gesellschaftlich gestorben. Im Buch Levitikus, in Levitikum, ist es doch deutlich, Frauen, die solche Krankheiten haben, die solche Blutungen haben, die gehören nicht in die Gemeinschaft. Die gehören überhaupt nicht in, wo sich Menschen versammeln. Sie gehört allein gesondert, sie gehört weg. Sie gehört weg. Gesellschaftlich ist sie gestorben. Aber sie kämpft. Sie kämpft. Sie kämpft weiter. Sie lässt sich doch nicht töten. Sie möchte weiter existieren, leben. Man sagt, 12 Jahre lang hat sie gelitten. Und in ihrem Herzen, ich muss geheilt werden. Es muss doch geschehen. Liebe Schwestern, Brüder im Glauben, lasst euch doch nicht hinkriegen. Kämpft doch weiter. Kämpfen wir doch weiter. Es gibt keine Krankheit, das Gott nicht heilen kann. Im Sinne, unser Leben ist nicht im fremd, er ist mit unserem Leid vertraut. Zwölf Jahre. Und Vermögen weg. Hilfe, keine Hilfe mehr. Die Ärzte, so deutlich, die Ärzte haben aufgegeben. Es gibt Momente, wo wir wirklich keine Hilfe mehr haben. Es gibt diese Momente, wo wir hilflos sind. Allein mit Leiden, allein mit Tod, allein. Und die anderen lachen und natürlich lachen uns aus. Wir kämpfen alleine. Wir kämpfen alleine. Ich versetze mich in der Seele dieser Frau, die sich entscheidet, ich kämpfe weiter, ich suche ihn, ich berühre ihn, ich sage nichts. Warum hat sie nicht gesagt? Weil sie nicht durfte. Aber ich gehe im Geheim, ich lasse doch nicht mich hinkriegen, ich kämpfe weiter. 12 Jahre alt, jahrelang. Das Mädchen, die Tochter, das Mädchen von Jairus. 12 Jahre alt. Wenn es hier heißt, es war 12 Jahre alt, das ist in damals, das ist eine Art, wo eine Zeit, wo Mädchen erwachsen sind, wo sie heiraten dürfen, wo sie geheiratet werden dürfen. 12. Natürlich heutzutage, es ist kritisch hier, das ist
Ein Kind, das ist ein Kind, 12 Jahre, doch noch Kind. Aber damals, das war so. Man vermutet sogar, dass Maria an der Zeit, wo der Engel Gabriel zu ihr kam, sie war um diese Alte auch. Sie war so ungefähr 12 oder 13 Jahre alt. Ein Mädchen, die nichts verstanden hat, aber die trotzdem weiter wichtig geworden ist in unserem Glauben. 12 Jahre alt. Genauso wo das Leben aufblüht, genauso in diesem Moment, wo Menschen das Leben schenken können, fähig sind, in der Lage sind, das Leben weiterzutragen, weiter zu schenken, da stirbt das Leben. Deine Tochter ist gestorben. Schwester und Brüder im Glauben, dieser Text, das Evangelium, diese Botschaft, das ist für uns. Und das ist diese, unser Gott ist ein Gott, der uns berührt. Das ist ein Gott, der sich auch selbst berühren lässt. Und dort, wo dieser Gott aus unser Leben trifft, da wird dieses verwandelt. Ganz gleich wie lebensfeindlich, wie lebensfern oder lebensfremd wir auch uns erscheinen mögen, dieser Gott sprengt auch dann alle Grenzen, wenn das eine mehr hoffen wagt, selbst über den Tod hinauszugehen. Denken Sie an diesen Mut von dieser Frau, die ganze Menge durch und sie geht. Unser Gott sprengt die Grenzen. Jesus hätte nicht diese kranke Frau heilen dürfen, wenn er nur an das Gesetz gehalten hätte. Er hätte diese Frau nicht heilen dürfen. Unser Gott, wenn es um die Heilung des Menschen, dann sprengt alle Grenzen. Unser Gott. Diese Botschaft ist für uns wirklich ganz wertvoll und ein Geschenk. Das ist gleichzeitig wie eine Aufgabe, die uns als Christen übergeben worden ist. Wie Jesus Christus es uns vorgemacht hat, soll auch unser Tun sein, wenn wir das Reich Gottes vorleben. Wir sollen berühren und uns berühren lassen. Berühren mit unserer Kraft. Mit unserer Freude, mit unserer Echtheit, die Echtheit des Lebens. Berühren. Berühren mit unserer Glaubwürdigkeit. Berühren. Wir müssen die anderen Menschen berühren. Mit unserer Liebe berühren. Mit unseren Augen berühren. Wir müssen Menschen berühren. Heutzutage sind wir wie unberührt. Heutzutage haben wir sogar eine Berührungsangst. Heutzutage jemanden anzufassen, das ist schon schwierig geworden. Wir sind in einer Zeit, wo wir eine Berührungsangst haben. Aber wir müssen die Menschen berühren. Wir müssen lernen, Menschen zu berühren. Aber wie? Berühren mit unserer Freude, berühren mit unserem Lachen, berühren mit unserer Liebe, berühren mit unserer Glaubwürdigkeit. Berühren. Wir brauchen nicht vieles. Aber wir wissen, das Herz, das uns liebt, die Seele, die uns liebt, die kennen wir. Das Auge, das uns berührt, das kennen wir. Die Worte, die uns lieben, die können wir berühren. Und die Menschen heute brauchen diese Berührung. Wirklich. Wenn wir so Ärger oder Probleme oder irgendwie haben, wir brauchen einen jemanden, der uns berührt. Und wir brauchen auch berühren lassen, sollen wir uns auch von der Not des anderen berühren lassen. Berühren lassen sollen wir auch von der Not des anderen. Ja, der andere braucht mich.
seine Not, seine Krankheit soll mich nicht gleichgültig lassen. Seine Angst, seine Fragen, seine Unfähigkeit, Beziehung aufzubauen, das soll mich auch berühren. Seine Not, seine Schreien nach Glück, das soll mich berühren. Schwestern und Brüder im Glauben, das Reich Gottes, das Jesus mit seinen Taten und Reden bezeugte, zeichnet sich eben dort, wo Menschen sich berühren, rasten und selbst berühren. Das Reich Gottes ist eine, ich würde sogar sagen, eine sich berühren und berühren. Herrschefrei, herrschaftsfrei, anspruchslos. Wir berühren ab und zu mit Macht, mit Herrschaft. Ich kann das. Ich kenne jemanden, wirklich. Wortwörtlich habe ich jemanden gehört. Er ist ein Priester. Er wurde in Rom berufen und ich kenne mich nicht ganz aus. Irgendwie wurde er berufen in eine Gremien, in ein Büro, in eine sehr große Institution für Kirchenrecht. Und das Erste, das er mir sagte, ich war auf Urlaub hier, ich war in Afrika, ich war hier bei uns, hierhin gekommen und ich habe ihn getroffen. Und das Erste, was er mir gesagt hat, ich werde sowas nie vergessen, er hat mir gesagt, Jean-Marie, jetzt bin ich euch mächtig. Um Gottes Willen. Jetzt bin ich euch mächtig. Das heißt, kirchenrechtlich mächtig. Also er kann Gesetze erlassen über uns. Jetzt bin ich euch mächtig. Um Gottes Willen, das ist grausam, sowas zu hören. Heute, er freut sich natürlich, dass er uns alle Priester mächtig ist. Berühren. Deshalb sage ich wirklich, was wir heute brauchen, ist nicht diesen in diese Richtung. Ich glaube, also das ist vielleicht scherzhaft gesagt, aber das ist nicht eigentlich so klein ist das so doch nicht. Viele Menschen, sie freuen sich, dass sie wirklich die anderen mit Macht, mit Gesetz, mit berühren. Aber das ist nicht eigentlich das Entscheidende. Die Menschen heute wollen berührt werden, berühren mit Glück, mit Freude, mit Echtheit, mit Glaubwürdigkeit. Mit Liebe. Und das ist das Reich Gottes. Und das fordert Geduld. Das braucht Zeit. Das braucht Erfahrung. Weil wir Menschen funktionieren ganz anders. Wir sind keine Maschine. Wir funktionieren ganz anders. Das wissen wir. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wenn wir berühren und uns berühren lassen, dann verstehen wir die Not heutzutage, in der sie den Menschen ist. Da vielleicht können wir bewusster werden auf dem Weg der Umkehr, zurück zu Jesus, zurück zur Kirche, zurück in die Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, wo man sich berühren lässt, weil auch die anderen begeistern und berühren kann. Amen. Wir sprechen unser Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott. An Jesus Christus, seinen angeborenen Sohn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von
von der Jungfrau Maria, geliebter der Pontius Pilatus, du Kreuzes gestorben und begraben, abgestiegen. Am dritten Tag stand er von der Tod, aufgefahren in den Himmel. Es ist nicht der Gott, dass des richtigen Vaters Vater zu wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Gott, der uns liebt, wollen wir beten. Für die Menschen, die die Ferien als Zeit der Erholung vor Augen haben, hilf ihnen, diese Phase der Neuausrichtung für sich und ihre Familien in rechter Weise zu nutzen. Wir beten dich, erhöre uns. Für all jene, die Umbruch und Wandel als Bedrohung erfahren, lass sie stets versuchen, die wirtschaftlichen und politischen Probleme friedlich zu lösen. Wir beten dich, erhöre uns. Für die Menschen, die der Tod den irdischen Zusammenhängen entrissen hat, lass sie deine Geborgenheit erfahren und heile die Verletzungen, die sie in dieser Welt erfahren haben. Wir beten dich, erhöre uns. All dies legen wir in deine Hände, guter Gott, und beten um deine Kraft und deinen Segen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in den Geheimnissen, die wir feiern, wirkst du unser Heil. Gib, dass wir den Dienst an diesem Altar würdig vollziehen, vor dem wir deine Gaben empfangen. Darum beten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unser Gott. In Wahrheit ist für dich und recht, dir allmächtige Vater zu danken und das für deine Gnade zu rühmen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn aus Erbarmen mit uns sündigen Menschen,
ist er Mensch geworden aus Maria, der Jungfrau. Durch sein Leiden am Kreuz hat er uns vom ewigen Tod befreit und durch seine Auferstehung das unvergängliche Leben erworben. Darum preisen dich deine Erlöste und singen mit deiner Chöre der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir von deinem Angesicht und feiern in der Gemeinschaft ganz einer Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von der Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deinen Rettern erhöht hast, beten wir dich. Sende deinen Geist diese Gaben herab und heilige sie, damit sie unsere Welten, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich also von Willem dem Laden verwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, heißt es in den Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er, nachdem er den Kelch dankte, wiederum reichte in seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und deine Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen, dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende deiner Volke in der Liebe. Vereins uns Papst Franziskus, unser Bischof Gregor und Maria und der Bischöfen, unsere Priester und Diakonen und mit allen, die zum Dienst der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus der Welt geschieden sind, in deine Reiche auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit unser ewiges Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Frau und Gottesmutter Maria, mit dem Bräutigam, mit dem heiligen Josef, mit dem Apostel, mit dem heiligen Oswald, mit dem heiligen Nikolaus, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm
ist der Gott, allmächtige Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Meine Tochter, unser Gott berührt uns. Lassen wir uns doch berühren. Vater unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld, und führe uns nicht. Erlöse unsere allmächtige Vater von deinem Bösen, gib Frieden in unseren Tagen, komm uns Hilfe in deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Wir dürfen uns nicht berühren direkt, korporell direkt, aber doch, mit unserer Liebe, mit unserem Blick wünschen wir uns den Frieden Gottes. Seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, lobe den Herrn, meine Seele. Alles in mir lobe seinen heiligen Namen.
Lasset uns beten. Gütiger Gott, die heilige Opfergabe, die wir dargebracht und empfangen haben, schenke uns neues Leben. Lass uns Frucht bringen in der Beharrlichkeit und dir auf immer verbunden bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ich möchte mich zum Schluss bedanken bei Ihnen allen, die gekommen sind. Es ist eine schwierige Zeit, aber trotzdem sind schon viele zu Fuß gekommen. Trotzdem. Ich danke Ihnen sehr. Gott möge Ihnen seinen Segen schenken. Eine Reisesegen. Eine Hin- und Rückreisesegen. Möge er allen schenken, die sie so auf den Weg macht. Die sich berühren lassen. So. Natürlich bedanke ich mich bei unseren Unsere Bläser. Also, ich weiß nicht, wenn Sie diese Lieder hören und treffende Lieder, liturgische Lieder, die so sehr gut gemacht. Also all das berührt auch. Und sie verhelfen uns, dass wir auch würdig eine heilige Messe würdig feiern. Und ihnen sage ich eine vielen Vergelt's Gott, nicht nur ich, der Herr weiß, was er seinen Leuten segnen kann. Er weiß, sie kriegen den Segen, nicht von mir, von Gott selbst. Unbedingt, in ihrem Leben, in ihrer Freude. Natürlich bedanke ich mich bei allen, die hier sind, auf diese Salvatore-Kirche, die uns gerne empfangen. Ich danke Ihnen, liebe Leute aus unserem Bettbrunn. Wir können uns so ganz freundlich und möge Gott immer wieder diese Offenheit nochmal Ihnen geben und weiter auch vergelten mit seinen Segen auch. Ich begrüße und natürlich danke allen, die uns auch online mitgefolgt haben. Natürlich wäre das nicht möglich gewesen, wenn wir nicht unser Online-Team hätten hier. Ich danke natürlich immer wieder unsere Dani und Rico, die immer es möglich machen, dass auch unsere Menschen, die nicht hier kommen dürfen, auch diese heilige Messe auch mitfolgen können. Allen sage ich herzlich vielen Dank und wir bitten Gott, es segne unsere Hände, es segne, was aus unseren Herzen kommt. Er wende alles, was uns berührt, zum Guten. Alle diese Reise vorbereitet haben, alle, sei es in unserem Verein Herberg und Lenting, alle, die alles gemacht haben, damit es möglich ist, sage ich vielen Dank. Besonders hier soll ich deutlich sagen, hier waren sie uns offen, damit wir diese Zeiten ein bisschen umpassen können. Anpassen können. Der Herr sei mit euch. Es segne euch, behüte euch, schütze euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.